Salve a tutti! Es ist der 23. Januar, wir haben 16:30 Uhr, der Dow ist in vollem Gange und um den geht's heute hier in dem Film. Ist auch schon wieder 2 Wochen her. Vor euch liegt der Dow Jones mit einer Kerze ein Tag. Im letzten Video ging ich davon aus, dass dieser Bereich hier schon schwieriger sein wird zu überbieten. Ja, wir hatten hier ein Doppel-, fast ein Dreifachboden, sind runter. Haben uns dann hier ausgeruht wieder. Also für mich war das schon ein bisschen schwieriger. Tatsächlich ist er jetzt heute den 4. Tag durch. Und hier waren wir dran. Also diese Marke hier, dieser Bereich hat nicht allzu viel gehalten. Er kommt auch nicht nennenswert davon weg. Jetzt wird euch auf den ersten Blick eins auffallen. Wir haben hier den Downtrend vom All-Time-High bei rund fast 27.000. Wir haben hier die 200-Tage-Linie und wir haben das obere Band. Und das Ganze spielt sich ziemlich genau bei 25.000 ab. Das wird der eine oder andere noch sagen, 25.000 ist eine psychologische Marke. Also für mich ist das einfach nur eine Zahl. Aber dass da 3 Punkte auf einmal sitzen, das ist schon außergewöhnlich. Jetzt wird vielleicht auch der eine sagen, wieso zieht er das Ding hier runter? Das mache ich deshalb. Ich gehe hier vom Hoch über das Hoch. Und das hier ist der Schlusskurs. Das passt, sodass ich den Overshoot hier gar nicht mit reinnehme. Sonst wäre nämlich mein Chart, also der Punkt irgendwo hier oben, so bei 25.000, naja, ganz grob 90. Soweit will ich aber gar nicht gehen. Ich finde, das hat hervorragend hier gepasst. Und damit arbeite ich. Wir haben vom MACD immer noch, ja, oder was heißt immer noch, wir haben negative Signale. Auch über die Stochastik. Ja, das ist so ganz knapp unter diesem für mich sehr wichtigen Punkt von 80. Im Moment sind wir dran. Ich muss eigentlich vermuten, dass er sich ab hier oben nach einer Reise von 21.750 bis fast zu 25.000, mehr oder weniger, nur mit einer kleinen Unterbrechung hier, dass er sich dann hier oben schwer tut. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Und ich weiß nicht, was dann da jetzt mit Shutdown in den nächsten Tagen passiert. Das ist schwierig. Nach allem, was ich gehört habe, wenn das stimmt, ist der Shutdown mittlerweile so teuer wie die Mauer, die er bauen will. Auch ein interessantes Zusammenspiel. Schauen wir mal nach Calls. Natürlich, wenn wir jetzt, was ich allerdings nicht glaube, schnell hier oben drüber schießen, dann könnte man eine Basis nehmen, die liegt hier. Aber die will ich jetzt momentan noch gar nicht vorstellen. Ich möchte eine Basis vorstellen, die liegt hier unten drunter, unter der 23.700. Und zwar unter diesen mehrtägigen, sagen wir mal, unter dieser mehrtägigen Seitwärtsbewegung. Und das ist der Freund hier. Das ist ein 23.676er. Das ist also unterhalb der 20-Tage-Linie, unterhalb von diesem eben angesprochenen Seitwärtsbewegung. 23.676, ich habe den von Goldman hier genommen. Das ist die GA11GW. GA11GW, W wie Waltraud. Das wäre die Geschichte. Relativ hoher Hebel, 25 momentan. Nochmal die wirklich risikofreudigen Anleger, die können natürlich, wenn wir das hier nicht unterbieten, auch hier drunter einnehmen. Aber also das wäre selbst mir zu heiß. Das kann man erst dann machen, wenn wir wirklich hier drüber gehen. Schauen wir mal nach dem Put. Und beim Put bin ich deutlich mutiger. Ich denke, dass dieser Bereich 200-Tage-Linie, oberes Band und dieser Downtrend hier doch schon eine Macht ist. Da wir bei 25.000 sind, kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht da mal, weil hier sehr viel Bullen mit Bären spielen sollten, mal gucken, wer dann das Spiel gewinnt, dass wir vielleicht mal kurz drüber schießen. Deswegen will ich nicht zu nah dran gehen, sowas wie 25.050 oder so. Das kann innerhalb von Sekunden zerstört sein. Aber ich habe sowas hier gefunden. 25.137. 25.137, da sind wir ungefähr hier. Das halte ich für genügend Abstand. Das ist ein 52er Hebel. Ich glaube, das ist einer der größten Hebel, die ich hier in den letzten 3, 4 Jahren dargestellt habe, aber das passt. Das ist von Goldman Sachs, die GM9 NPL, Nordpol Paula Ludwig, GM9 NPL. 25.137, den würde ich aber dann schon bei 25.080 auf jeden Fall stoppen. Aber das sieht eigentlich im Moment so aus, als ob wir tendenziell noch mal ein bisschen atmen sollten und wieder in diesen Bereich hier reingehen sollten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.